Achtung, hier spricht Alexander Abraham von Klangberg. Wir unterbrechen das Programm für die folgende Meldung. Die Kybernauten haben Melbourne erreicht. Von der Heilbronner Physikalischen Fakultät um eine Stellungnahme. Professor
Dr. Schweitzer sagte, er sei nie mit einem Phänomen dieser Art konfrontiert worden. Man könne sie, was immer es sei, nicht erreichen. Professor Schweitzer befindet sich zurzeit mit einem Helikopter auf dem Weg ins Arktische Meer. Hier treffen sich europäische, russische und amerikanische Wissenschaftler auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern, um über Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme mit den Kybernauten zu beraten. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Was die Zukunft bringt.